Servus und herzlich willkommen hier bei Am Mars 90. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, die Nacht hat Blizzard wieder richtig einen rausgehauen. Anscheinend sind dann doch die ganzen Vermutungen wahr und sie werden mit dem Patch 9.1 einfach nicht wirklich fertig. Daraufhin hat Blizzard sich gedacht, ach komm, ein bisschen von dem, was wir schon fertig gearbeitet haben, gibt's jetzt auf den PTR. Und damit wir zur Wartezeitüberbrückung halt doch noch ein bisschen Content bekommen, gibt's dann jetzt einmal den Patch 9.07 und den Patch 9.09. Sehr geile Sachen und ich möchte euch natürlich darüber auf den Laufenden halten, was es nicht Geiles gibt mit diesen beiden Patches. Dabei ist Patch 9.07 um einiges inhaltsbasierter und bringt viel mehr Quality of Life Feature für uns und 9.9 macht dann mehr so die Storybrücke. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Wie gesagt, der PTR geht dann jetzt bald live und wir können das alles dann testen. Ansonsten kriegen wir erstmal eine Pre-Story-Quest für die ganzen Sachen, die mit 9.1 passieren sollen. Also die Sachen mit dem Corfria, dem neuen Gebiet, etc. Das wird dann noch kommen. Dann kommt ein richtig guter Schritt, wo sich alle freuen werden. Und zwar der Paktwechsel wird in Zukunft einfach so verstanden gehen können. Wir können einfach hin und her switchen. Packt hier, packt da. Wir haben nur eine Begrenzung von 7 Tagen dazwischen. Das heißt, wir haben keine Kosten, wir müssen keine Quests mehr machen, müssen gar nichts mehr machen. Richtig cool. Wir müssen einfach nur hingehen nach Oribos zu dem Abgesandten und sagen, jo, ich bin jetzt hier bei euch im Pack und es funktioniert. Dann wird es einen Anima-Catch-Up für Paktwechsler sowie Twinks geben. Und zwar für jeden abgeschlossenen Rang der Sanktumsaufwertung in jedem Pakt gibt es einen stapelbaren sowie accountweiten Buff, der die erhaltene Anima erhöht. Rang 1 10%, Rang 2 nochmal 10%, Rang 3 20%, Rang 4 25% und Rang 5 30%. Dadurch können wir mit diesem Buff insgesamt 215% mehr Anima bekommen. Ist das nicht geil? Anima Dürre irgendwo nirgendwo? Ja, super. Sind wir dabei, oder? Dann wird's noch ein Ketchup für Nachzügler und Twinks geben, und zwar jede erreichte Ruhmstufe gewährt zusätzlich 500 Anima, wodurch insgesamt 20.000 Anima verdient werden kann. Also wenn wir von Ruhmstufe 0 bis 40 hoch machen, ja, das würde ich sagen, nimm mal mit. Also es ist schon wirklich sehr, 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 sehr cool. Dann Berufungsquests mit seltenen Belohnungskronen gewähren nun 250 Anima als garantierte Belohnung. Und Berufungsquests mit epischen Belohnungen gewähren 500 Anima. Das heißt, wir schwimmen bei dem Anima. Ihr könnt euch vorstellen, Donald Duck springt nicht in Goldmünzen, sondern eben in Anima. So muss sich der Kerkermeister fühlen. Dann als nächstes. Es ist nun auch möglich, die Quest zum Sammeln von Seelen mehrmals pro Woche abzuschließen, bis man am Cap von 234 Seelen ist. Das heißt, ey, Seelen? Jetzt, wo wir so viel Anima haben, brauchen wir auch Seelen. Das heißt, wir können durchgehend Seelen farmen. Hammer. Also Blizzard, danke, endlich, endlich. Das ist Quality of Life. Das ist, muss sein. Also finde ich super cool. Dann haben wir den Befehlstisch, ja. Rang 2 und Rang 3 wurden geändert. Und zwar, die erhaltenen Erfahrungspunkte für Gefährten sind um 50% und um 100% erhöht. Ja, wer kennt's nicht? Das lange und ewige Leveln der Gefährten, ne? Die brauchen halt einfach ewig, bis die mal hochgelevelt sind. Blizzard, auch hier vielen Dank. Das Reisesystem. Sobald wir Rang 2 haben, wird die Reitgeschwindigkeit in den Schattenlanden um 10% erhöht. Ja, wo war es denn bitte? Wir kennen es doch alle von den Pfadfinder-Erfolgen vorher. Da hatten wir auch immer 10% mehr Reiten. Blizzard, wurde Zeit, oder? Also seid ihr auch ganz sicher der Meinung. Dann, die wöchentliche Quest zum Sammeln von 1000 Anima wird geändert und erfordert nun je nach erreichter Ruhmstufe mehr Anima. Bei Ruhmstufe 1 bis 15 1000, bei 16 bis 25 2000, bei 26 bis 40 3000 und bei 40 5000 Anima, die wir die Woche sammeln müssen. Aber ey Jungs, kein Problem, kriegen wir ja jetzt hinterhergeworfen, oder? Ist doch trotzdem cool. In Raid sowie Dungeon können nun zufällig Anima geschmiedete Rüstungsteile fallen gelassen werden. Durch diese erhöht sich das Item-Level des Gegenstands um 5 und sie haben garantiert eine Sockelfassung. Ebenso können Rüstungsteile in der Schatzkammer Anima geschmiedet sein und
und Belohnung von Weltquests sowie Berufungsquests. Somit steigt das maximal zu erreichende Item-Level von Ausrüstung in Shadowlands auf 238 an, ausgenommen Legendaries. Das Item-Level-Upgrade ist unabhängig von dem Tapferkeits-Upgrade auf den Dungeon-Ausrüstungen. Ja, endlich kommen wir mal auf das hohe Item-Level, um den KSM noch zu schaffen. Wer hat's nicht, dieses Problem, oder? Endlich, zack, 225 mal eben GS und dann können wir alle noch schnell den KSM fertig machen. Und Torgas, gewundene Korridore 8 ist halt auch ein Witz, selbst für Frostmagier. dann geht's noch weiter. PvP, ne? Und zwar der Händler Zoo Sorg in Oribos, der verkauft jetzt einfach alle Medien für 200 Eroberungen. Wie oft, ne, ihr kennt's, ihr hockt und wartet, kriege ich das Medium dort, kriege ich das Medium dort, ich will noch dieses eine Medium haben, jetzt kriegen wir einfach alle, ist doch wunderbar. Legendäre Gegenstände, jetzt wird's richtig cool, Jungs. Die Kosten für die Herstellung von legendären Gegenständen werden um 50% gesenkt. Die Rangaufwertung für legendäre Gegenstände von Rang 2 bis 4 wird herabgesetzt. Es ist nur noch erforderlich, 3 Gegenstände des vorherigen Rangs herzustellen, um den nächsten Rang freizuschalten. Ja, geil. Das wöchentliche Cap für Seelenasche aus Torgas wird entfernt. Für jeden Abschluss aus einer Ebene in den normalen Korridoren gibt es nun wiederholt die entsprechende Menge an Seelenasche. Das heißt, an einem Tag mal eben 2-3 Legendaries farmen. Es ist geil, ey, Blizzard, geil. Dann, Fäden des Schicksals wurde geändert, also der Quest, ne, wie man questen kann. Der Abschluss von Dungeons gewährt nun 50% mehr Erfahrungspunkte. Der Abschluss von Weltquests gewährt nun 40% mehr Erfahrungspunkte. Und der Abschluss von Nebenquests gewährt nun je nach Quest zwischen 30 und 50% mehr Erfahrungspunkte. Das Töten von seltenen Gegnern und Öffnen von Schatztruhen gewährt nun 100% mehr Erfahrungspunkte. Ja, endlich kann ich meine 50 Twinks hochziehen. Ich meine, ich habe erst 6 auf 60 Blizzard. Wird doch mal Zeit, dass ich auch meine anderen 44 Charaktere hochleveln kann, oder? Ja, seht ihr auch so, ich weiß. Legacy, jetzt kommt das Allerbeste. Die Stärke von Gegnern in Raids sowie Dungeons von Legion wurde für Spieler auf Stufe 60 signifikant reduziert. Endlich an Taurus Solo-Farben. Oh, geil. Finde ich super. Das war's dann jetzt erstmal mit Patch 9.07. Der kommt jetzt. Und kurz nach 9.07 wird dann 9.09 kommen. Direkt danach, weil wir wollen ja nicht warten auf 9.1. Wir brauchen Zeug, ne? Wir brauchen Zeug. Und zwar als erstes blende ich euch hier das neue Mount ein, was es gibt. Und zwar Reference. Reference ist das neue Mount. Richtig cool. Und zwar, wie wir es ja schon beim Lich King kennen, der Lich King Arthas, ne, als der zum Lich King geworden ist, hat er seinen Mount geholt, ne, also Invincible, und hat es halt wieder aufstehen lassen. Anduin macht natürlich genau das Gleiche. Warum auch nicht, ist doch logisch. Und deswegen werden wir jetzt Reference bekommen als Mount. Ob es die gleiche Draufschlange hat wie bei Invincible, wir werden sehen. Dann als nächstes. Wir wussten es alle, oder? Wir wussten alle, dass es passiert. Hier kriegt er ein Bild. Sylvanas. Natürlich ist sie wieder zu uns zurückgekehrt. Natürlich ist Sylvanas wieder... Ja, sie gehört wieder zu den Lebenden und zu uns. Wir wussten alle, sie ist die Gute. Hier, ne? Für die loyalen Sylvanas-Anhänger. Natürlich gehört sie zu uns. Und sie ist wieder vereint. Sieht wieder aus wie eine Windläuferin. Das ist doch klasse, oder? Mit ihr bekommen wir natürlich dann auch The Dark Lady's Necklace. Wer damals schon oder wer jetzt irgendwie in den Geisterlanden gequestet hat und dort am Windläuferturm gequestet hat, der kann dort ein Medaillon looten. Was eine kleine Questreihe ist, eine ziemlich geile Sache. Und jetzt kriegen wir das nächste. There's an inscription which reads to Sylvanas, love always, Alleria. This Necklace has seen better days. Wir kennen's und das kann man jetzt wieder kriegen. Das nächste, Pepe. Ja, Pepe. Pepe hat alles schon gekriegt. Pepe, oder? Pepe ist schon Illidan und hast du nicht gesehen, Piran. Jetzt kriegen wir auch endlich Pepe als Lich King. Wird doch Zeit. Gleichermaßen zeige ich euch direkt ein richtig geiles Bild. Jetzt kann man dann noch endlich Pepe Lich King gegen Pepe Illidan kämpfen lassen. Bam! Fett! Das nenne ich Pet Battle. Das nenne ich episches Pet Battle. Außerdem bekommen wir endlich Mornblade. Und zwar die Klinge von Anduin. Wird doch auch Zeit, oder? Ja, Jungs, das war's auch schon mit Patch 9.09. Ja,
ey, eine Menge Sachen dabei, oder? Also ihr freut euch auch drauf, ne? Also die ganzen Catch-Up-Mechanismus und. Ah, ich find's geil. Ich hoffe, ihr findet es genauso geil. Und ich hoffe, ihr habt natürlich genauso kapiert, dass heute der 1. April ist und die beiden Witze nicht mal unbedingt von Blizzard kommen, sondern ich habe einfach nur die Witze von Vanyan und Wowhead zusammengepackt. Vielen Dank hier an Andy von Vanyan und an die Leute von Wowhead. Ich bin heute Morgen aufgestanden, hab das gesehen und ich war noch halb dunstig im Kopf und hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der 1. April ist. Und ey, ich war so krass gehypt, bis ich da gecheckt habe, scheiße, das passiert sowieso nicht. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch gerade auch übelst gefreut auf diesen Patch, der niemals erscheinen wird. Ich wünsche euch einen wirklich angenehmen Tag. Ich sag Servus und Ade. Viel Spaß noch.